Das geht ja, jetzt um Punkte hier, ne? Ja, natürlich. Ja. Jetzt können wir das Ergebnis nochmal rumreißen, würde ich sagen. Der ist so frei nach Schnauze einfach so rausbrüllen oder so, weil. Boah. Hat ja mehr Bonus. Jeder Punkt für die Gegner zählt jetzt doppelt, bitte. Damit wir die letzten Spiele doch noch machen können. Alles genau. Oder nichts, ne? Alles, ja, alles oder nichts. Alles rein, ja. Gut, sollen wir das irgendwie anmoderieren oder? Ich werde total locker, jetzt ohne groß Tantram. Moin Leute! Wir sind da, wieder mal! Ja, Bonus! Okay. Alles klar, es wurde sich ein Bonus gewünscht, dann spielen wir also unser Cover-Rätsel, unsere geplante Runde 14. Ich habe hier nochmal die Regeln kurz aufgestellt, also geplant war halt eben, dass wir 20 Bilder darstellen und gebuzzert wird, wer da antworten möchte, aber wir machen das jetzt eben total locker. Genau. Locker ist ja auch schon spät, muss man sagen. Halb eins nachts. Ach, es ist 0:23, ist doch nicht halb eins. Ja, noch weit davon entfernt, ja. Leute, lasst euch 7 Minuten. Lasst euch nicht schon wieder veralbern. Es ist 14 Uhr nachmittags. Tweno, ey, der ist alt. Der hat einen Bart. Okay, dann fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Bild an, damit es nicht noch später wird. Wie er lügen kann, der Geist, der kann ein bisschen weiter. Das soll ein Cover sein? Ja, das ist ein Cover. Gary, jetzt nimm deine Pfoten von meinem Bildschirm. Aber. Guck mal, da ist ganz viel rosa, guck mal. Boah. Das ist auf jeden Fall USK 6, das kann man erkennen. Gut, ja, ist clever, ey. Darauf kann man achten. Wo, was? Was, wo siehst du den USK 6? Ach, das ist Luigi's Mansion 2, das Gelbe. Yeah! Ey, wie krass seid ihr denn? Nur weil da was grün ist, ist Luigi! Da waren 30 Pixel drauf. Willst du mich verarschen? 32 wahrscheinlich. Nee, das ist aber richtig. Er hat nachgezählt. Unglaublich. Was grün ist Luigi, wie gut. Ach ey. Was rot ist Mario. Das ja, genau. Wolfenstein. Ja! Ey, wir haben den hier. Krass. Warte mal, machen wir einen Schnitt. Wir nehmen das Spiel noch rein. Unheimlich. Gibt's, wie erkennt man da... okay. Das kenne ich. Das könnte Dragon Age. Jetzt nein, Dragon Age ist es definitiv nicht. Boah. Das ist wahrscheinlich. Also da tue ich mir jetzt auch mal schwer. PC-Spiel, das erkenne ich, links oben. Ja, so von der Form her hätte ich jetzt echt gesagt Divine Divinity, aber das ist wahrscheinlich zu alt, dass ihr es kennt. Ich hätte nie auf die Logos geachtet, ihr seid ja krass. Ja, tut mir leid. Was ist denn sonst da zu erkennen, John? Johnny, ich habe hier eine Spielesammlung, ich habe fast alles hier. Das sieht aus wie ein Carsten. Kerl, der vielleicht irgendwas in der Hand hat. Also das Divinity so könnte wirklich sein, da ist ja wirklich so ein Typ drauf, ne? Der ist so das ist eine Frau, mit Flügeln, deswegen passt das so von der Mitte hin. Aber das heißt auflösen? Das postet jemand, ja. Wenn es noch nicht dabei war, bitte nicht. Wie eklig. Wirklich? Alter. Gruselig. Aber es war ein PC-Game, so weit kamen wir schon mal. Ja, sehr gut. Es ist aber auch für Konsolen erschienen. Über die Konsolen reden wir da nicht. Wer spielt sowas mit Konsole? Das sieht aus wie ein Zelda oder sowas, aber. Irgendwie nicht. Schon, ne? So viel Grün. Das kann nur sein. Das ist falsche Grün, das ist doch voll türkis. Was für eine Kleidungsfarbe trägt Ling? Ah, ach so. Nicht türkis. Frogger? Nein. Ich denke jetzt aber, ich denke eher sowas wie Bioshock. Bioshock könnte sein. Siehst du, super. Mhm. Stimmt. Nicht schlecht. Johns erster Punkt. Yay! Jetzt, was ich gemacht habe, ich hab das TeamViewer-Bild ein bisschen kleiner gemacht, dann. Für PS3. Du scheiß Spoiler-Typ, ey. Das ist eher ein Cheater. Das ist wirklich so, wenn man es klein macht, dann sieht man es richtig fett, was es ist. Nee, gar nicht. Es war Intel 3. Ja, gar nicht. Ja, das hätte sogar ich erkannt. Ja, ich habe das Teil noch nie gesehen. Das war eins der leichteren tatsächlich, ja. Ich habe auch überlegt, ob ich es vielleicht noch härter verpixeln soll, aber ich habe gedacht, na mein Gott, dann ist es halt mal leicht. Mach zwei Pixel draus. Ja. 3, es ist ja Silent Hill 3. Ja. Ah, das kenne ich. DSA, Satinas Ketten oder so, oder? Das müsste doch sein. Doch, ja. Das ist jetzt der Soundtrack, aber... Was? Schiebung. Wahnsinn. Aber vor allem der Soundtrack als PC-CD. Ah, ja, genau. Nee, das hätte ich gar nicht gewusst. Day of the Tentacle. Ah, cool. Cool. Gesehen. Was? Von Lucas, Alter. Oh Gott, das sagt mir was. Alter, das ist ein Suchti! Alter, du bist so krank, Carsten. Warum habt ihr das Spiel nicht vorgezogen? Der hätte das so abgezogen hier. Der ist so weggeballert. Anscheinend, ja. Was? Oh Gott. Oh Gott, das Diablo. Ich gar nicht. Das könnte. Das könnte Secret of oder Evermore. Du. Secret of Evermore. Wirklich? Okay.
noch nie gesehen. Krass. Super Nintendo. Oh, Gary, da tun sich ja Abgründe auf. Oh, jetzt mal ernsthaft. Ja, mal nicht rum, als ich mein Super Nintendo bekommen habe, da war schon die N64 draußen. Also, das war schon, das ist lange her, da hatte ich nur Street Fighter 2, mehr hatte ich nicht wirklich. Ah, das sagt mir jetzt gar nichts. Abgründe. Ich denke irgendwo gerade an einen Adventure. Weil und ich hatte Aladdin, das war ein geiles Spiel. Und total Arsch. Ja, das sagt mir jetzt nichts. Das sagt dir nichts, irgendwas, das glaube ich Rotes. Dir nicht. Ja, es kommt mir so bekannt vor. Es könnte ein ich denke irgendwie ein Adventure, aber ich komme nicht drauf. Cratches. Ich weiß nicht. Ah, Moment, mir sagt das was. Also ich komme nicht drauf. Nee, oder ist es Delive? Dino Crisis ist nicht. Nee. Könnte es Delive sein? Ach, ich weiß nicht. Nee, es ist, kann man das... Delive! Delive, ja. Okay. Oh, Mann, okay. Nee, das kenne ich noch nicht mal. Das spielt John, wenn du das nicht kennst, hast du dich gerade geoutet. Ich gebe auch gerne zu, dass ich momentan keine Zeit für YouTube habe. Ja. Oh, geoutet. Jetzt muss man sich steigen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein B-Titel, das sieht man am Cover. Ach ehrlich? Aber welches? Wie bitte? Die habe ich auch noch nie gesehen. Ja, okay, doch, B, grob oder? Sieht man es. Sieht alles nach 64. Mario Galaxy. Hier ist dieser Fes. Ja, das war so einfach. Das war so einfach, einfach. Ich habe es vorher schon gedacht, dass das so einfach sein könnte. Das spielt meine Tochter dauernd. Okay. Ich habe noch nie eine Wii in der Hand. Oh Gott, was ist das? PlayStation 1, oh komm, Xenia? Nicht Xenia aus, aber. Xena, meinst du? Gab's auch Spiel, Xena! Xena okay. Warrior Princess, ich wusste nicht mal, dass es ein Spiel gibt. Ja, ich kann es auch nicht. Ich auch nicht, aber. Gab's sogar auf dem N64, ne? Was? Okay. Ja. Okay. Mit dem authentischen Schrei, bitte. Geht ja. Wahnsinn! Aber welches hast du nicht gesagt, John? Punkt. Ja. Hätte ich sagen müssen, ne? Es war viel Punkt zu früh viel zu früh aufgelöst. Ja. Punkt für die Jury, ich glaube, es hackt. Wenn einer Punkte braucht, dann sind wir da. Heavy Rain. Oh, ich wusste, dass es auch eins der einfachen sein wird. Ja, wir sind gut. Da bin ich jetzt. Ja, was für ein Zelda! Ja, okay. Wind Waker. Ja. Zelda wäre ich auch drauf gekommen. Ja, ne? Aber das kenne ich, glaube ich. Das ist ein N64-Game. Ja, ich wollte gerade sagen, haben wir heute schon mal drüber geredet. Okay, gut, das kann ich nicht. Aha. Ich jetzt auch nicht, Ich mach nie wieder bei der Spielshow von dir mit, John. Das ist Crash Bandicoot 3, wenn, aber nein, das kann. Nein. 3 ist es nicht, 3 ist es nicht. Aber ich sehe doch da die römische 3. Ja, aber das ist nicht Crash Bandicoot. Vielleicht ist es auch Breath of Fire 3. Ich weiß nicht. Das ist eins der wenigen PlayStation-Spiele, die ich mal wirklich besessen habe. Also das kenne ich, wenn es Crash Bandicoot 3 wäre. Das sehe ich sofort. Ja, das habe ich auch gehabt, das war cool. Ich glaube ich gehabt, so gut wie jeder. Ich hab's glaube ich so Spiel, angeguckt. Ja. Damals konnte ich das, wenn ich das heute spiele. Boah, nee, keine Ahnung, also... Das muss jetzt gerade mit zurückgehen, aber also ich krieg's gerade nicht erkannt. Irgendein RPG. Ach, ja, Jade Cocoon. Oh, das habe ich voll gerne gespielt. Das war gar keine 3. Shit. Achso, das war die... Oh, wie gemein, ey. Tja. War einfach gut an einer Nase gequetscht. Mega Man 2. Da braucht man gar nicht mehr überlegen. Oh mein Gott, sieht Mega Man da scheiße aus. Oh ja. Alter, was ist das denn für ein Stil? Das ist ein Typ mit einem Helm auf dem Kopf. Und du musst dir mal das Cover vom ersten Teil ansehen. Und vor allem mit einer Laserpistole in der Hand. Und einem sehr engen Anzug, okay. Oh Gott, was ist denn das? Wir haben PC-Spiel, scheiße, das kenn ich wahrscheinlich nicht. Da oben steht doch wieder das schwarze Auge, oder? Könnte das sein? Ich weiß nicht, aber was könnte das... ich weiß nicht. Da gab's doch noch dieses Hack-and-Slay-Ding von schwarzen Augen. Ich hätte jetzt gesagt, das ist... den Namen vergessen. Das himmlische Schwert oder sowas, aber nee, das sieht wahrscheinlich anders aus. Ich weiß nicht mal, wie es heißt, nee. Ich weiß nicht. Heavenly Sword oder so? Nee. Das wäre für PS3, nicht für PC. Was es von PSA gab als Hack and Slay ist Schicksalskill. Fable oder sowas? Fable. Aber dann muss es Fable 1 sein, oder? Aber sieht anders aus, das Cover. Also Fable 2 habe ich. Nee, Fable 2 könnte es noch sein, aber 3 habe ich nämlich hier stehen. 2 ist es definitiv. Ich weiß es nicht. Weil da habe ich nämlich das Cover noch gut. Memoria. Okay. Ich wusste doch, dass Schwarz Auge ist. Mann. Aber also das hilft dir auch nicht weiter. Nee. Schon den Titel again. Also in der richtigen Runde hätten wir auch genaue Titel haben wollen. Da hätte Still Life auch nicht gereicht, glaube ich. Also okay, ist auch gut so.
Watch Dogs. Yay! Ja. Ah, okay. Doofes Spiel. Ende! Oh, was? Oh. Wir haben gewonnen. Eindeutig, wir haben gewonnen. Ja, warte, ich hab ja noch für Stechen 2-3 vorbereitet gehabt. Ah, cool. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Was heißt hier gerade? Spoilern die jetzt nicht den Namen weg? Nein, ich hab's natürlich vorher umbenannt. Sehr gut gemacht. Mensch. Link to the past. Sehr gut. Warte, jetzt muss ich mir natürlich hier den Lösung. Ich versuch's gar nicht. Erst mit Carsten der Runde kommt man eh nicht zum irgendwas zu sagen. Weil... Das hätte ich jetzt auch erkannt, aber... Link to the past. Hier die Lösung. Ja. Ich weiß noch... Dieses schöne Geheimzettelchen, das ist da. Das ist Left 4 Dead. Left 4 Dead, ja. Ach, ihr seid so gut. Ich habe auch eins erkannt, yay! Yeah. Ups, was ist denn jetzt los? Oh, super, Nintendo Mega Man X. Meinst du? Ich hätte jetzt eher gesagt sowas wie F-Zero das oder ist wie Mega ist Man X. Ja, okay, wenn er sagt. Das erkenne ich schon an der Schrift. Es ist X2, du Held! Ja, gut, aber. Oh. Okay. Versager! Oh, das hatten wir doch eben, oder nicht? Nein. Nein. Hässlich nicht? Xbox. Sah genauso aus. Okay. Für Xbox? Ich würde sagen Ego-Shooter. Irgendwie Ego-Shooter. Schon wieder? Nee. Ich weiß nicht. Das ist ein Call of Duty? Nein. Okay. Was könnte das für Xbox sein? Nichts, was ich besitze. Sieht aus wie ein Soldat oder so, der irgendwie Waffen gekreuzt hat. Keine Ahnung. Schon wieder Battlefield. Diesmal 4 oder so. Nein. Es ist ein Sportspiel. Oh. Was? Okay. Golf. Tennis. Basketballspiel wahrscheinlich. Golf Master 15. Ihr habt keine Ahnung. Ich sehe die 13. Also 13 habe ich mal. Ping-Pong. Stimmt, jetzt sehe ich auch die 13. Oh. Wrestling. Wrestling, wir spielen so viel. Die Spiele sind immer so schlecht, ich habe auch mal eins gekauft, das war... Ja, aber das war es dann endgültig. Da muss man echt betrunken sein, um sowas zu kaufen. Ach, das war ein schönes Spiel. Warst du betrunken? Nein, ja. Leider nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Bonuspart. Yay! War auf jeden Fall lustig. Ja. Aber sollten wir nicht noch ein Wer bin ich raten? Ja. Das können wir dann im nächsten Bonuspart bringen. Auch noch mehr Bonusparts, Mensch. Verwöhnen wir die Leute nicht schon. Ist ja nur ein Wochenende, mein Gott. Was soll's? Na dann, ich sag bis dann. Tschüss, ich bohr ihm noch ein bisschen in die Nase. Tschüss. Lass es.